Also Werner, ich habe mich sehr gefreut, als du uns das Buch zugeschickt hast. Und es war zuerst schon einmal der Titel, der mir gefallen hat, weil ich begeisterte Europäerin bin und Europa, die Idee Europa sehr schätze und die mir sehr viel bedeutet. Und dann das mit der Lese war natürlich auch die Zweideutigkeit, die wahrscheinlich, oder ich nehme an, gewollt war, mit dem Lesen einerseits und auch mit dem Wein, beides Dinge, die das Leben bereichern. Und als du mich dann vorige Woche kontaktiert hast und mich gebeten hast, mir ein Gedicht auszusuchen, habe ich das Wochenende dazu benutzt, mich wieder intensiver mit dem Buch und den Gedichten auseinanderzusetzen, wobei mir zwei Dinge aufgefallen sind. Also erstens einmal hat es mich erstaunt oder vielleicht überrascht, wie früh du schon begonnen hast, Gedichte zu schreiben, weil die ersten sind ja doch aus den frühen 80er Jahren. Und das Zweite, was mir besonders gut gefällt, ist die Widmung jedes Gedichtes an eine Persönlichkeit, weil mich das dazu animiert hat, mich mit diesen Persönlichkeiten auch auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gedicht Reise gewählt aus zwei Gründen. Erstens einmal, weil Reisen ein fixer, in verschiedenster Form ein fixer Bestandteil meines Lebens ist, weil es in mir Gedanken hervorgerufen hat, überhaupt in Zeiten wie diesen, wo wir ein bisschen beschränkt sind in unserem Umkreis. Und ich mich dann auch mit Else Lasker-Schüler auseinandergesetzt habe und die Biografie sehr interessant gefunden habe und dann auch einige ihrer Gedichte gelesen habe, die mir sehr gut gefallen haben, obwohl sie alle einen doch melancholischen, traurigen Tenor haben. Ja, also du hast also ein Gedicht ausgesucht, Else Lasker-Schüler zugewidmet, Die Reise. Und Else Lasker-Schüler, und ich glaube, da treffen wir uns sehr gut, die hat so einen bisschen melancholischen, ironischen Ton und sie geht immer an die Grenze des Trivialen, ohne diese Grenze zu überschreiten, und mit einer enormen Bravour, ja, kommt sie dann wieder sehr, sehr tief, und daher mag ich sie sehr gerne. Und ich muss dir wirklich sagen, dir habe ich das Buch ganz besonders gerne geschickt, weil ich dich ja schon sehr, sehr lange kenne. Wir sind gemeinsam Schule gegangen und du nicht nur immer eine überaus gescheite Persönlichkeit warst, sondern vor allem auch eine sehr, sehr weltoffene. Und ich weiß noch ganz genau, dass immer über diese große Brücke in Leoben gegangen, von dort, wo wir gewohnt haben, ins Gymnasium. Und da sind wir so gegangen, die Straße war noch gar nicht eröffnet und wir sind da durch den Dreck ein bisschen marschiert. Und da hast du zu mir gesagt, ich liebe unendlich belesene Menschen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, um eine solche Frau zu beeindrucken, musst du viel lesen. Und ich habe mich dann sehr früh auch mit der Literatur beschäftigt. Und die Gespräche, die wir damals geführt haben, ja, wenn wir da gemeinsam in die Schule gegangen sind oder von der Schule auch nach Hause, die haben mich sehr geprägt. Und vielleicht darf ich das Gedicht einmal lesen. Es heißt, wie du schon gesagt hast, Reise. Wenn ich reise, blicke ich nicht zurück, erfahre auf meine Weise meiner Zukunft Glück. Wenn ich reise, sage ich schnell Ade, schließe die Tür ganz leise, denn sonst tut's mir weh. Und das ist jetzt, denke ich, auch an der Grenze zum Trivialen, aber für mich ist dieses Gedicht und offenbar auch für dich deshalb so wertvoll, weil ich mich bemüht habe, dem nahe zu kommen, was Else Lasker-Schüler verloren hat, wie sie in die Emigration gedrängt worden ist von den Nationalsozialisten. Sie hat ihre Sprache verloren, sie hatte keine Möglichkeit mehr gehabt, in ihrer Sprache so zu publizieren, so aufzutreten, wie sie das gekonnt hat in Deutschland. Es ist ihr
die Lebensgrundlage genommen worden und es ist dir auch die Grundlage des Lebens an sich genommen worden. Und ich weiß, dass sie in der Emigration in Jerusalem, glaube ich, war sie, oder sie war in Tel Aviv, ja, dass sie einen Gedichtband geschrieben hat, das blaue Klavier. Und gerade das titelgebende Gedicht, das blaue Klavier, sagt so wunderbar aus, was es bedeutet, die Heimat und vor allem auch die sprachliche Heimat zu verlieren. Und gerade du, Renate, weißt das sehr gut, was, Sprache bedeutet. Sprache bedeutet Heimat und ich bin da unendlich dankbar, dass du in unserem großen Bildungsinstitut, der Volkshochschule, mit deinen Kursen in Italienisch und in Englisch den Menschen näher bringst, was Sprache ausmachen kann und vor allem, dass Sprache nicht dort endet, wo auch die Muttersprache endet, sondern dass du, so wie du bist, weltoffen und sehr gerne reist, dass man Sprache immer weit denken muss und dass Sprache weitergeht in andere Länder. Und daher bist du unendlich wertvoll für unsere Bildungsarbeit und ich danke dir schon, dass wir gemeinsam dieses Buch machen konnten oder dieses Gedicht hier lesen konnten. Ja, weil du eben einerseits von der Heimat sprichst, die sprachliche Heimat oder Heimat generell, erachte ich schon als was Wichtiges. Ich persönlich versuche aber in jeder Hinsicht gegen nationale Strömungen irgendwie zu wirken und daher finde ich auch die Vielsprachigkeit was Wichtiges und was Bedeutsames. Und es war auch immer unsere Intention, unseren Kindern möglichst viel von der Welt oder von Europa zu zeigen, aber nicht nur indem man in irgendeinen Club oder wohin fährt, sondern doch auch die Kultur und gerade diese Vielfalt, die es in Europa gibt. Und in der Hoffnung, ihnen doch die Augen zu öffnen und ihnen Europa vor allem vertraut zu machen. Und es gibt da auch einen netten Spruch, ich glaube Mark Twain hat das gesagt, der hat übrigens seine Reisen, die vielen Reisen, die er gemacht hat, auch beschrieben. Und er hat auch gesagt, dass Reisen tödlich ist für Vorurteil, Bigotterie und Engstirnigkeit. Und genau das ist eigentlich das, was das Schöne am Reisen ist, dass man seinen Horizont erweitert. Und an dem Gedicht hat man, also für mich persönlich, es ist ja, wenn man was liest, setzt man sich ja mit dem Autor auseinander, aber im Prinzip auch mit sich selbst. Ne? Und so war es bei der ersten Strophe, die war in meinen Augen eine positive, eine nach vorne blickende, mehr oder weniger die Reise als zukunftsweisend, als spannend, als nach vorne blickend. Und das zweite, die zweite Strophe war in meinen Augen eher eine nachdenklichere. Und da ist mir eingefallen, ein Gedicht, auch nicht, weiß Gott, wie hochstehend ist, aber ein französisches Gedicht, da heißt es Partir, c'est mourir un peu. Und das stimmt irgendwie. Ja. Also einerseits, und das ist mir eingefallen, als ich diese zweite Strophe gelesen habe, dass man immer was zurücklässt von sich. Und das ist einerseits reizvoll, aber andererseits auch kann es bedrückend sein. Und als ich diese Gedichte, die ich von Else Lasker-Schüler gelesen habe, wie zum Beispiel Die Verscheuchte oder auch Weltende, ist mir das noch bewusster geworden, weil sie ist ja anders gereist. Sie musste ja, wie viele Menschen damals in den 30er Jahren leider, Österreich, Deutschland oder Europa generell verlassen mussten, musste sie ja reisen und da hat man ganz eine andere Stimmung und man empfindet logischerweise anders und da ist dieses traurige Element dabei, das bei mir, also ich halt in der zweiten Strophe gefunden habe und in der ersten das Positive, das eben nach vorn schauende. Ich hätte das Gedicht genauso interpretiert und danke, dass du das Wort Heimat ansprichst, weil Heimat, da hast du vollkommen recht, ja, ist angekleckert, ganz klar. Und Heimat ist sicher eng, wenn es auch eng gesehen wird.
Mein Doktorvater hat einmal gesagt, wir haben nicht eine Heimat, sondern wir haben viele Heimaten. Und je mehr Heimaten wir haben, desto besser ist es. Und du reist sehr viel, du bist sehr weltoffen und ich möchte es auch so halten. Jede Reise eine neue Heimat und eine neue Möglichkeit, sich in seinem Sein auszudrücken. Und zurückkommend noch einmal auf Else Lasker Schüler, die war in vielen Heimaten zu Hause. Aber es ist halt enorm schwierig, diese vielen Heimaten, diese Diversität einfließen zu lassen in ein literarisches Produkt, in einer Sprache, in der man nicht ureigenst zu Hause ist. Ich bin überzeugt davon, sie war wahrscheinlich in den Sprachen fast so gut wie du, aber es ist relativ schwer, auf ein Niveau zu kommen, das man eben in der Muttersprache hat. Und genau in diesem Sinne ist auch für mich die europäische Lese zu sehen. Diese wunderbare Vielfalt, die du angesprochen hast, von Europa zu erfahren, auf sich wirken zu lassen und immer wieder aufs Neue ein neues Weltbild zu erschaffen und das dann mit seinen Fähigkeiten weiterzugeben. Vielleicht ist es das. Ja, ich glaube schon. Und ich möchte nur kurz noch von meiner Großmutter was erzählen, weil die war so eine typisch Altösterreicherin. Und es hat mich immer beeindruckt, dass sie, die 1898 geboren wurde, und zwar im damaligen Österreich Montenegro. Und ihr Vater war Kapitän beim beim Lloyd Triestino. Und daher ist die Familie nach Triest gezogen. Und sie hatte auch Italienisch als Muttersprache, hat aber in der ersten Klasse Volksschule in Kotor noch Kroatisch gelernt und war dann in Triest in einem deutschsprachigen Gymnasium und hat dann noch Deutsch, Englisch und Französisch gelernt. Und das war für mich immer faszinierend, dass jemand, der für mich damals im vorigen, jetzt ist er schon vor vorigen Jahrhundert geboren wurde und als Mädchen noch dazu die Möglichkeit hatte, so viel Sprachen zu lernen. Und trotzdem ist genau das, was du sagst, Italienisch war ihre Muttersprache und das war bis zum Schluss, obwohl sie dann auch in Graz gelebt hat, lang, ihre Hauptsprache. Und das war auch der Vorteil für uns, ihre Enkel, weil sie mit uns nur Italienisch gesprochen hat. Aber das war faszinierend, sie konnte perfekt Deutsch, aber trotzdem war das Italienische ihre Muttersprache als Österreicherin. Ja, wunderbar. Ja. Eigentlich hat sich jetzt aus diesem Gedicht ein wunderbares Gespräch entwickelt über diese Dinge, die Weltoffenheit, das Einfließen verschiedener Sprache, Dinge, die wir offenbar sehr, sehr ähnlich, um nicht zu sagen gemeinsam und gleich sehen. Das ist wunderbar. Ich danke dir herzlich, liebe Renate, für das wunderschöne Gespräch. Dankeschön. Es hat mir viel Freude gemacht. Ja.